Hallo zusammen, hier sind wir wieder bei Postscriptum, wie geht das? Und heute kümmern wir uns um den Funker und die Rallypoint-Mechanik, weil beide gehen Hand in Hand und ich stelle kurz mal die Leute vor, die mir helfen. Sagt mal freundlich Hallo. Hallöchen. Hallo. Das sind nämlich der Random und der Hauptmann, die mir freundlich zur Verfügung stehen und mir helfen, euch die Rallypunkt-Mechanik zu zeigen. Damit ihr euch nicht wundert, warum ich gerade geschwiegen habe, deswegen habe ich noch gesendet. Ja, der Random nutzt die Zeit erstmal wieder. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wen ich erschieße, der dann als Funker respawnen darf. So, wir huschen einmal kurz zum Warehouse. Übrigens, wir sind auf Velmolen, der neuen Map, die mit den Amis gekommen ist. Aber weil der Hauptmann die Krätze kriegt, wenn er mit einem M1 rumrennen muss, deswegen sind wir mal wieder als Wehrmacht unterwegs. So, dann fahren wir einmal zum Warehouse, weil dann kann ich das mit dem roten Bereich auch ganz deutlich zeigen. So, was ist das Besondere am Funker bzw. an der neuen Rallypunkt-Mechanik? Die Rallypunkt-Mechanik ist dafür da, dass wir zusätzlich zum MSP noch einen Spawnpunkt an der Front haben und den kann man setzen als Squadleader oder nur als Squadleader. Und zwar, wenn man entweder zwei Mann dabei hat oder einen Funker. Und das demonstrieren wir euch jetzt. Das Schöne ist, abgesehen im Gegensatz zu den MSPs, darf man den Rallye-Punkt nämlich auch im roten Bereich setzen. Die einzige Hürde, die man hat, ist, es darf kein Gegner daneben sein und man darf nicht direkt mitten auf dem Capture-Bereich stehen. Also sobald oben quasi die Anzeige kommt, hier wie jetzt Warehouse, ab dann dürfen wir nicht mehr setzen. Aber sobald das Icon verschwunden ist, können wir setzen. In diesem Fall quasi 3 Meter direkt vor der Haustür. Und wenn man versucht, den zu setzen und zu wenig Leute da sind, dann seht ihr oben links auch gleich die Meldung. Und das Ganze benutzt man, indem man T gedrückt hält. Und dann seht ihr hier unten Place Regroup Call. Und da klickt man dann einfach drauf. Und dann steht eben, man braucht eine Squad. Man braucht 3 Squad-Mitglieder inklusive Squad-Leader, damit man den setzen darf. Also Squad-Leader plus 2 Mann. So, und dann darf der Hauptmann einmal aussteigen. Und dann sind wir hier jetzt 3 Mann. Und dann setzen wir den eben. Und so sieht das Ganze dann aus. Ein hübsches kleines Zeltchen, das zum Spawnen geeignet ist. Und das sehen wir auch auf der Karte, dass da eben der obligatorische Spawnpunkt ist. Soweit, so gut. Jetzt brauchen wir einen Freiwilligen, den wir mal kurz erschießen. Und den hatten wir ja vorhin schon festgelegt. So, Random, du spawnst bitte jetzt einmal als Funke. Jawohl. Verbuddelst du jetzt seine Leiche unter Sandsäcken? Natürlich. Mehr Sandsäcke. Ach ja, so nebenbei erwähnt, Sandsackpositionen haben sich inzwischen auch verändert, aber das kommt in einem separaten Video. So, da haben wir auch unseren Funker. Zum einen ist er sehr leicht erkennbar dadurch, dass er ein komplett eigenständiges Skin hat, insbesondere was die Kopfbedeckung angeht. Da sieht man nämlich, dass er die Funke auf dem Kopf hat und eine Feldmütze statt einem Stahlhelm. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, bei allen Nationen so. Ich habe jetzt nicht so den Funker von den Amis hundertprozentig auf dem Schirm. Aber an Bewaffnung hat er bei den Deutschen G43, G41, bei den Briten, ich glaube inzwischen eine Sten und bei den Amis eine M1 Carbine, wenn mich nicht alles täuscht. Die Sten kann ich bestätigen. Gut. Und dann hat er noch eine Pistole und ansonsten den üblichen Kladderadatsch, nur als nettes Schmankerl hat er noch ein Fernglas. Also er ist einer der wenigen, die auch ein Fernglas haben.
So, jetzt habt ihr gerade oben links gesehen, dass der Rallye-Punkt verschwunden ist, also die Meldung, und wir stehen auch nicht mehr auf dem Zelt. Das hat eben die Besonderheit, dass Spawn-Punkte bzw. diese Rallye-Punkte nur eine gewisse Zeit lang halten. Wir waren momentan innerhalb einer roten Zone, das beeinflusst die Dauer. Dann war kein Funker anwesend, das beeinflusst die Dauer. Und, das waren die beiden Bedingungen. Also rote Zone und oder Funker. Weil wenn wir innerhalb der roten Zone sind, ist es ohne Funker 2 Minuten, mit Funker 4 Minuten, außerhalb der roten Zone ist es ohne Funker 3 Minuten, mit Funker 6 Minuten. Das sind so die Spawnpunktdauern. Das Schöne ist aber, ich brauche jetzt nicht einen neuen setzen, sondern ich müsste den eigentlich einfach wieder auffüllen können. Nee, kann ich nicht, weil ich zu langsam war. So, jetzt haben wir hier wieder unseren Rallye-Punkt. Und wie ihr auf der Karte sehen könnt, hält er jetzt 4 Minuten. Vorhin waren 2 Minuten dran. Wir sind nach wie vor innerhalb der roten Zone. Und deswegen jetzt halt 4 Minuten, weil wir einen Funker direkt bei uns haben. Das Schöne ist, wenn wir jetzt mit dem Funker quasi unterwegs sind, wir kämpfen jetzt 2 Minuten, besiegen die Amis, weil wir einfach geil sind. Und dann können wir einfach den Punkt wieder auffrischen, weil wir merken, oh, der hat nur noch 2 Minuten auf der Uhr, aber wir brauchen den trotzdem noch. Deswegen einfach T gedrückt halten und dann haben wir hier unten Refresh Regroup Call. Und den können wir dann anklicken. Der hat aber dieselbe Cooldown-Dauer wie der normale Rallye-Punkt. Deswegen, man kann die Dinger nicht einfach spammen. Man hat so ungefähr 1,5 bis 2 Minuten Cooldown auf dem Ganzen. Und jetzt müssen wir noch 80 Sekunden warten, dann kann ich den refreshen, dann hat er wieder seine 4 Minuten Dauer drauf. Und das ist im Großen und Ganzen die Besonderheit oder das Magische an dem neuen Rallye-Punkt. Den sollte man nicht unbedingt mitten in der Walachei stehen haben und offen. Und wie der Hauptmann quasi gerade andeutet, es gibt noch eine Art und Weise, wie man die Dinger zerstören kann, weil wenn man sie findet, dann möchte man sie ja auch weghaben. Sie haben dieselben Bedingungen wie der MSP, also wenn man direkt daneben steht als Feind, blockiert man das Ganze. Man hört sie auch, die haben dieses Funkrauschen. Sie haben keine, zum Glück, keine Funkmeldung, aber man hat dieses Funkrauschen. Und wenn jetzt ein Feind daneben stehen würde, wäre das so gestört. Dann würde man Rauschen hören statt diesen klaren Funkton. Und wenn man das Ding dann ganz weghaben will, dann schmeißt man eine Handgranate drauf. Ich sagte drauf, nicht drüber. Einmal mit Profis. Mann. Einmal mit Profis. Treffer singt. Sauber, danke. Und oben links, wie üblich, bekommt ihr dann die Rückmeldung, your regroup call has been destroyed. Also da hat man dann einfach die Rückmeldung, irgendjemand hat den halt kaputt gemacht. So, jetzt rennen wir einmal kurz außerhalb der roten Zone, dass man einfach auch nochmal die Zeitmarkierung sieht. Und das Schöne ist, weswegen ich auch einen Funke haben wollte, normalerweise braucht man ja 2 Mann. Jetzt kann der Hauptmann sich einmal kurz in Stellung begeben, quasi auf die Scheune oder in die Scheune oder einfach wegrennen. Das Schöne ist, wenn man einen Funker zur Verfügung hat, braucht man keine 2 Mann mehr. Sondern der Funker alleine reicht aus, um den Rallye zu setzen. Tada, neuer Rallye steht. Deswegen ist die Meldung so ein bisschen irreführend, dass man immer 2 Mann braucht. Nein, es reicht einfach nur der Funker. Und jetzt, wie angekündigt, jetzt, da wir außerhalb der roten Zone sind, können wir eben 6 Minuten lang hier spawnen. So hat man dann eben eine taktische Möglichkeit, die Dinger eben zu setzen und hat mehr Möglichkeiten, von anderen Flanken anzugreifen oder eben neue Angriffswege zu finden. Oder natürlich auch in der Vergangenheit, nicht in der Vergangenheit, sondern in der Verteidigung super nützlich, da man nicht mehr hundertprozentig auf die MSPs angewiesen ist. Und um den Rallye-Punkt zu refreshen, muss man auch nicht in der Nähe des Rallye-Punktes sein, sondern da reicht einfach nur irgendein Funkgerät. Das kann der Commander-Jeep sein, das kann der eigene Funker sein, das kann der Funker aus einer anderen Squad sein. Oder eine FOB zum Beispiel. Hauptsache, es ist ein Funkgerät da, dann kann man das Ding wieder refreshen, was ich sehr, sehr praktisch finde. Wie gesagt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Rallye-Punkte kann man setzen, wenn man 2 normale Leute um sich rum hat. Wenn man einen Funker bei sich hat, reicht der Funker als solches. Dann die Zeiten für den Rallye-Punkt. Innerhalb der roten Zone sind es
2 Minuten ohne Funker, 4 Minuten mit Funker, außerhalb der roten Zone 6 Minuten mit Funker, 3 Minuten ohne. Und man kann es nicht direkt auf die Capture-Punkte setzen. Man kann die Dinger wieder refreshen, sodass die dann nicht auslaufen. Sie haben keine Spawn-Begrenzungszahl, sondern man kann da so oft spawnen, bis die Zeit halt quasi abgelaufen ist. So, das sind die einzigen Bedingungen vom Rallye-Punkt. Habe ich irgendwas vergessen? Mir fällt nichts ein. Oh, noch eine taktische Relevanz, die man benutzen kann, wenn man genügend MSPs hat. Den Rallye-Punkt kann man auch als Sonde benutzen, also man quasi als Frühwarnsystem, indem man den zum Feind gerichtet setzt und da dann einfach die Laufwege des Feindes abpasst und dann eben weiß, wenn ein Feind kommt, weil er sich dann nämlich einfach rot verfärbt. So kann man das dann als vorgeschobenes Warnsignal benutzen. Allerdings opfert man halt seinen Spawnpunkt dafür. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. In einigen Situationen ist es das, in einigen ist es das nicht. Aber Beschränkungen, wo man ihn setzen kann, also ob nur auf so einer Baumreihe oder im Gebüsch oder sonstiges, gibt es nicht. Hoppala, da hatte ich gerade einen Grafikfehler. Ja, den habe ich auch. Ah, okay. Das ist die HE von der PAK. Ah, okay. Können wir ja mal weiterleiten. Haben wir jetzt ja auf Band. Ich glaube, das war's mit Rallye-Punkten und allem, was dazugehört. PAK-HE zerstört die übrigens auch sehr großzügig. Ich habe nur grob in die Richtung geschossen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ansonsten hat, glaube ich, keiner was hinzuzufügen. Nee, das mit der Sonde war noch ganz gut, ist mir gerade auch noch eingefallen, aber passt. Super. Ich stimme auch zu, ich kenne sonst auch nichts. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank fürs Zugucken und... Vielleicht noch... Ja? Vielleicht noch taktische Einsatzweisen von dem Ding? Taktische Einsatzweisen von dem Ding? Ja, mir ist zum Beispiel als Best Practice aufgefallen, dass man das nicht an die Front macht und auch nicht an dem vermuteten Feind-Vorlaufweg, weil... Wenn du dann zurückrennst und verteidigst, dann liegt das Ding vorne. Das stimmt. Das sollte man bedenken. Also setz diese Dinger weise. Richtig, und dadurch, dass die halt 2 Minuten Respawn-Timer nach Zerstörung haben, also nicht, ich hab's gesetzt, hab dann 2 Minuten Cooldown, sondern nach Zerstörung hat man wieder 2 Minuten Cooldown, sollte man gut drauf aufpassen, dass man die Dinger nicht verheizt. Wie gesagt, man kann sie zwar als Sensoren benutzen, aber es ist halt ein großer Trade-off. Besonders kommen die Dinger sehr gut im Einsatz bei den neuen AAS-Maps, also Advanced and Secure. Da sind die taktisch extrem relevant und als Zugführer, Gruppenführer hat man die blöde Eigenschaft, die Dinger ständig zu vergessen. Richtig. Vor allen Dingen bei AAS noch ein netter Nebenhinweis. Es gibt bei AAS keine MSPs. Also von daher genau, sind die Dinger dann noch wichtiger. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Dingern. Schieß los. Kann jeder Squadlead Infanterie einsetzen und kann jeder Squadlead alle refreshen oder kann das nur der Squadlead, der es gesetzt hat, refreshen? Also jeder Squad-Leader kann ein eigenes setzen, für jedes Squad also einen, aber man kann immer nur seinen eigenen refreshen, nicht den von anderen. Okay, danke. Kein Problem. Und nur der eigene Club kann dort spawnen, nicht das ganze Team. Genau. Noch ein wichtiger Hinweis. Also nur weil irgendjemand einen Rallye-Punkt vorne hat, heißt das nicht, dass alle da dann spawnen können. Ich glaube, die Rallye-Punkte der anderen Squads werden auch gar nicht auf der Karte angezeigt. Nee, werden sie nicht. Aber es macht das natürlich auch nochmal sehr wichtig, Feindlichen zu suchen und zu finden als neue Aufgabe gegenüber allen anderen Spielmodis. Richtig, also es hilft nicht mehr, nur noch MSPs zu jagen, weil es bringt dir einen Scheiß, die MSPs zu knacken. Wenn die aber vernünftig mit ihren Rallye-Points haushalten, dann ebbt der Angriff trotzdem nicht ab. Und dafür sind sie sehr klein, um die zu finden. Richtig, und wenn man sie in ein Gebüsch setzt, das können wir ja eben auch mal machen, dann sind die quasi nur noch akustisch auszumachen. Und sie spawnen immer hinter dem Truppführer. Also
Da muss man drauf aufpassen, man kackt die Dinger quasi. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der mir auch aufgefallen ist. Wenn man sich irgendwo hinter einer Hauswand verstecken möchte oder das Ding verstecken möchte, kommt es schon mal vor, wenn man nicht richtig steht, dass man die genau in dem Eingang platziert oder an der Kante des Hauses direkt sichtbar. Richtig, deswegen immer dran denken, die werden so ein Stückchen hinter einem und unter einem platziert. Und wenn man die jetzt hier halt wie in dem Beispiel gesetzt hat, sind die von vorne so gut wie gar nicht auszumachen, jedenfalls nicht beim schnellen Blick. Und nur wenn man quasi sich selber hier in den Graben stürzt, dann fällt es halt auf. Sie haben durchaus Möglichkeiten, sie zu erkennen, weil sie halt eben auch Sandsäcke und kleine Kisten und ähnliches drumherum haben, damit sie überhaupt eine Chance hat, die Dinger zu finden. Und sie geben halt dieses Geräusch von sich. Aber dadurch, dass alle Funkgeräte oder alle Ready-Punkte diesen Funkgerät-Sound machen, nicht einfach blind eine Handgranate draufwerfen, weil es könnte auch sein, dass ihr den von Squad 2 sprengt und der ist dann nicht gerade sehr begeistert davon. Sondern erst aufklären, sicher gehen, dass es ein feindlicher ist. Ihr blockt den dann ja eh und dann könnt ihr das Ding dann einfach mit einer Handgranate sprengen. Wie sehen eigentlich die Dinger von den Amis aus? Wir könnten eben wechseln und es demonstrieren. Das lass uns mal tun. Alles klar, dann gehen wir eben rüber und zeigen euch die Dinger von den Amis. So, jetzt sind wir bei den Amis. Und jetzt verlassen wir mal eben den Spawn-Bereich. Hier seht ihr auch die unterschiedlichen Skins. Hier der Ami-Funker hat kein Funkgerät auf, was ich interessant finde, sondern der hat so eine Panzerbrille auf und das Funkgerät auf dem Rücken. Dafür hat er den Telefonhörer an der Brust. Die Panzerbrille hast du im Übrigen auch auf. Ah, okay, interessant. Und der normale Ami hat so ein bisschen Gras am Helm. Ich habe eine Bar genommen. Jo. Und ich habe als Squadleader hat man die Auswahl zwischen einem Garant und einem Thompson, aber da ja jeder den Garant-Ping hören will, habe ich mir jetzt gedacht, ich mache einen auf Garant-Squadleader. Und der Funke bei den Amis hat das M1K-Bein. Falls wir es vorhin nicht gesagt haben. Kannst mal deine 22 Plempe mal los, mal ein bisschen bellen lassen. So klingt das doch schon besser. So, dann rennen wir mal eben aus dem Spawn-Bereich raus, während alle am Nachladen sind. Und dann suchen wir uns ein nettes Fleckchen für den Ami-Rally-Punkt. Und dann passt das. Übrigens, wer Interesse hat, was die Amis an Panzern und sonstigem Gedöns haben, die benutzen die britischen Sachen. Also da gibt es keine neuen Models oder ähnliches. Und da haben wir die Dackelhütte von den Amis. Die britische sieht auch so ähnlich aus. Die hat nur noch ein bisschen mehr Klumpert drumherum, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten funktionieren die alle gleich. Die sehen halt nur ein bisschen anders aus, damit man den visuellen Unterschied hat. Wir haben halt Flecktarn, Zeltplane und die anderen haben halt eine ganz normale Plane. Schönes Geräusch. Ja, ne? Übrigens, was viele zum einen Spiele falsch machen und zum anderen auch viele nicht wissen, man kann das Garand auch durchaus nachladen, wenn man nicht alle 8 Schuss verschossen hat. Nur um das auch einmal kurz zu demonstrieren. Also, die Bar ist echt übel. Ja, aber hat nur 20 Schuss. Ich wurde schon ganz oft gefragt, wie man die Dinger aufsetzt. Also man legt sich hin und die Standardbelegung der Taste ist C wie Charlie, um dann solche zwei Beine bei dem Bar oder bei dem Mörser das hinzulegen, also aufzusetzen, dass man damit schießen kann. Wichtiger Hinweis ist, es ist gebunden an die Ausdauer.
Also man braucht, ich glaube, um das MG-2-Bein auszuklappen, 3/4 Ausdauer. Für den Mörser braucht man volle Ausdauer, sonst kann man die nicht deployen. Fragt mich nicht warum, aber das ist so irgendwie die Regel dafür. Und platzieren kann man es an fast allen geraden, vernünftigen Oberflächen. Ja, aber ich glaube, das also war Beschuss alles... Beschuss macht es nicht kaputt. Nee, Beschuss macht es nicht kaputt, nur Granaten oder andere Explosionen. Also wer möchte, kann da quasi auch eine 3 Kilo TNT-Ladung dran packen und hoffen, dass der Zeitzünder genau mit dem Respawn übereingeht und dann die ganze Squad, die gerade frisch gespawnt ist, wieder sprengt. Aber das Risiko würde ich nicht eingehen. Sondern einfach eine schnelle Granate, Thema durch. Ja, ich denke, das war's zum Thema Rally Points und zum Thema Funker. Mehr kann der Funker nicht, aber er ist super wichtig. Doch, eine Kleinigkeit kann der Funker noch. Der Funker dient tatsächlich als Funkgerät. Also wenn wir jetzt einen Zugführer hätten, der könnte tatsächlich am Funker auch Luftschläge, Artillerie und Co. rufen. Ja, damit macht es übrigens auch Spaß. Als Zugführer kann man dann von der Front her führen. Sehr geile Aktion. Richtig. Kann man auch gut sehen bei dem Arnheim-Video, das ich gemacht habe. Da bot es sich definitiv an. Oh, mein bisschen Eigenwerk. Oder so unsäglich viele Kills hattest. Ja, das war schon fast abartig. So, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, alles, was den Funker betrifft, abgekaspert. Und was Rallye-Punkte angeht, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zugucken und ein besonderes Dank an den Hauptmann und an Random, dass ihr mir dabei geholfen habt. Gerne. Immer gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Tschüss, euer Tracker.